Hallo bei Windows-Bauer und einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr kostenlos zu Microsoft Office kommen könnt. Und das Ganze auch noch legal. Nach dem Intro legen wir gleich los. Wir haben Lockdown, viele sind in Kurzarbeit, viele Schüler zu Hause oder fast alle Schüler. Ihr wisst, wie das ist, ihr braucht Office, Office kostet viel Geld. Es gibt viele Alternativen, die wir hier im Kanal vorgestellt haben. Doch heute wollen wir euch zeigen, wie ihr kostenlos zu Microsoft Office kommen könnt und das Ganze auch noch ganz legal. Ich betone das Ganze nochmal, es ist legal, es ist hier nichts verboten und es ist völlig kostenlos. Öffnet euren Browser und tippt hier einfach nur Outlook ein. So, wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr hier auf diesen Link outlook.live.com. Das öffnet ihr und der nächste Punkt ist kostenloses Konto erstellen. Da klicken wir auch drauf. Und jetzt müsst ihr euch eine E-Mail-Adresse aussuchen und dann auf Weiter. Und das mache ich jetzt. Ich habe mir diese hier ausgesucht in der Hoffnung, dass die noch nicht vergeben ist und klicke auf Weiter. Gut, ist nicht verfügbar. Dann müssen wir eine andere nehmen. So, ihr müsst das so lange probieren, bis eine verfügbar ist. So, nachdem mit Windows Bauer nichts ging, nach dem 30. Versuch habe ich es aufgegeben, habe ich was anderes genommen. Und hier gibt es jetzt ein Kennwort ein. Und auf Weiter. Das lassen wir natürlich aus. Ich möchte Informationen, sonst bekommt ihr Werbung. So, jetzt könnt ihr hier den Namen eingeben. So. Und weiter. Das Land, das Geburtsdatum gibt es jetzt ein. So, und auf Weiter. Weiter. So, ihr müsst auf die Pfeile klicken, damit man sieht, dass ihr wirklich ein Mensch seid und kein Computer oder kein Roboter. So, jetzt sind wir drinnen in unseren Account, das heißt, wir haben hier gleichzeitig einen E-Mail-Account, aber jetzt kommt das Beste und das möchte ich euch eben zeigen, was viele nicht wissen. Es dauert ein wenig das erste Mal, wenn ihr euch anmeldet, ansonsten, wenn ihr mal eingeloggt seid, dann funktioniert das recht rasch. Wir sind eingeloggt und haben hier gleichzeitig unsere Willkommensnachricht bekommen. So, die brauche ich nicht, die lösche ich. Und hier habt ihr dann die ganzen Einstellungen, die ihr machen könnt, Darstellung, Zeitzone, was auch immer. Wenn ihr das nicht machen wollt und ihr sagt, ich verwende das nicht als E-Mail-Programm, sondern nämlich nur meine Office-Dateien bearbeiten, dann einen kleinen Trick. Ihr klickt einfach hier auf diese drei Punkte und schon seht ihr, dass ihr hier wirklich alles habt. Mit einem Klick auf alle Apps könnt ihr das erweitern und jetzt schaut euch das mal an, was hier alles verfügbar ist. Wenn ich auf Excel klicke, habe ich ein vollständiges Excel-File. Das heißt, ich kann hier meine Excel-Dateien machen. Ich habe hier sogar Vorlagen. So, das demonstriere ich euch. Ich öffne hier eine neue Excel-Tabelle oder ich erstelle hier eine neue Excel-Tabelle und kann diese natürlich dann ganz normal auch abspeichern. So. So, jetzt habe ich das hier und speichere, möchte das Ganze jetzt natürlich auch abspeichern. Es wird normalerweise auf OneDrive gespeichert. Hier ist der Name und hier, wie gesagt, auf OneDrive. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr das Ganze natürlich auf euren Desktop speichern, auf eurem PC mit Start und natürlich speichern unter. Und ihr könnt es dann hier herunterladen auf eurem PC und ihr habt hier die Datei heruntergeladen. So, das ist wie gesagt mal Excel. Ihr habt aber alle anderen Programme wie Word. Ihr könnt hier nicht nur neue Dokumente hier erstellen, sondern könnt auch welche bearbeiten. Und damit ihr seht, was hier gemeint ist, ich habe hier mal eine Datei heruntergeladen und die werden wir jetzt öffnen mit
unseren Word hier was. Und dafür klickt auf Hochladen und Öffnen und wählt jetzt die Datei von eurem Desktop oder wo ihr immer das gespeichert habt auf eurem PC und öffnen. Es dauert ein wenig, jetzt wird das Ganze hochgeladen und gleichzeitig geöffnet mit Word. Und so könnt ihr dann das Ganze hier bearbeiten und wieder auf euren PC abspeichern. Ich habe jetzt hier eine Vorlage, also das ist nicht meine, aber ihr seht, ich habe hier eine Vorlage und kann hier alles bearbeiten, was ich möchte. Da. Kann das bearbeiten und wie gesagt dann abspeichern. Und das Tolle ist, ihr habt hier nicht nur, so wir klicken wieder drauf, nicht nur Excel und Word, sondern wirklich alles OneNote, PowerPoint, Skype. Und wenn wir auf alle Apps klicken, dann seht ihr, dass ihr wirklich hier alles habt und das vollwertig. Ihr müsst euch das nicht kaufen, ihr erstellt euch einfach einen Account, einen E-Mail-Account und könnt somit kostenlos mit Office arbeiten. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch unser Windows Power Forum, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Windows Power sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.